Die 17. Härtener Kart Challenge. Emotionen, echte Freundschaft, Ehrenamt. Schauplatz, die Daytona Kartbahn in Essen. 3 Stunden Zeit und 34 Teams mit insgesamt 155 Fahrerinnen und Fahrern wollen es wissen. Ein größeres Kart-Event macht in Westfalen keiner. Devin Jürgensmeier ist Sportleiter des ADAC Ortsclubs MSC Herten. Er weiß, sowas schafft man nur gemeinsam. Ja, Herzblut ist natürlich mit dem Ehrenamt verbunden, ne? Also alle, die im Vorstand sind und die an der Organisation auch beteiligt sind, auch freiwillige Helfer wieder aus dem Verein, freut mich natürlich ganz groß, dass Leute da mithelfen und sich bereit erklären, weil ich denke mal, ohne die Leute wird das alles nicht funktionieren. Die Gemeinschaft steht im Vordergrund, aber wer hier dabei ist, will natürlich auch gewinnen. Besonders gut können das die Hertener Allstars. Das Team um Andreas Grün ist Titelverteidiger. Ach, Druck haben wir gar keinen. Wir sind ja auch Spaß da. Unser Team, wir fahren seit 10 Jahren mit den gleichen Leuten. Jeder hat da schon mal Bock geschossen. Wer einen Bock schießt, gibt eine Runde Bier aus hinterher. Und dann geht es los. Über 1,2 Kilometer ist die Rundstrecke lang. Es gibt ein Mindestgewicht. Wer weniger als 80 Kilo auf die Waage bringt, der muss Zusatzgewichte an Bord haben. Das sorgt für Chancengleichheit. Die Zeit wird auch sekundengenau gemessen. Kartsparen macht immer Spaß. Wir sind auch an sich jedes Jahr hier gewesen, seit 2019. Wir sind bis dahin immer zufrieden. Wir machen das nicht nur hier auf der Kartbahn, sondern auch eigentlich Kartslalom. Das ist eigentlich unser Hobby und mit der Leidenschaft verbunden. Deswegen sind wir eigentlich ganz froh, jedes Jahr wieder neu hinzukommen. Genau, es ist jetzt, glaube ich, bestimmt schon das bin ich nun 10. Mal. Und ja, es macht halt Spaß. Man trifft alte Gesichter, neue Gesichter, tolle Teammaßnahme. Es ist einfach ein super toller Abend. Ein toller Abend und ein langer Abend. Um 12:30 in der Nacht verteidigen die Härtener Allstars nach 107 Runden ihren Titel. Ja, yeah, für die Kamera. Hey. Yes. Sowas erlebt man eben nur gemeinsam. In einem Club, im Ehrenamt und mit dem geilen Gefühl, zusammen etwas zu bewegen.